Hey, mein Freund! Komm raus! Junge, zwei Optionen! Komm mal, leck mich am Arsch! An! Komm! Was ist denn da? Gib's doch ja nicht! Komm raus da! Haben wir noch Peps? Nee? Wer hat den letzten genommen? Hast du die Peps noch genommen? Hallo, hast du die Peps noch genommen? Ich schwöre, der will mich schlachsen. Haben wir keine mehr? Der sagt auch nichts. Der spricht kein Deutsch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Aber ich hab Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht. Ist okay. So muss man erstmal machen können. Alter, ich rasch da aus, Alter. Ich rasch komplett aus. Vor 10 Minuten hat die Sonne noch geschienen. Dann hat's gepisst. Und jetzt schneit's, Alter. Am Sonntag ist der 1. Mai. Überlemo. Ich will bei Sonnenschein mit meinem Bollerwänschen rumfahren und geile Frau auf der Arsch gucke. Aber nee, jetzt kann ich Schlitten fahren. Im Sommer, Alter. Im Sommer. Die Scheiße muss ich da mal gehen, Alter. Das gibt's doch nicht. Mensch. Alter, fuck. Ich habe noch ein Stück Salami im Backofen. Seht ihr das, Alter, macht mich so verreckt. Danke, Merkel. Ich hab ein dummes Mädchen gesehen mit einem dummen Tanz und den muss ich jetzt mal nachmachen. Patti, patu, patti, patti, patu, patti, patu, patti, patti, patu, patti, patu, patti, patti, patu. Und jetzt die Schikane. Patti, patu! Jawohl! Patti, patti, patu! Jawohl! Kommt da jemand? Kommt da jemand? Geh wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist. Da ist Wasserkreatur aus den Tiefen emporgestiegen. Also, das ist der Patipatu-Tanz. Patipatu. Und dann kriegt man mal gute Laune. Steffi, wie würdest du eigentlich deinen Fahrstil beschreiben? Was bist du so für ein Autofahrer? Ich bin sehr ruhiger, guter Autofahrer. Ich fahre immer sehr entspannt, bin sehr ruhig. Dann fahr doch, du Affe! Nach 200 Metern rechts abbiegen in den Boulevard Osman. Oh mein Gott, Ponymädchen, lauf! Nach 200 Metern links abbiegen in den Boulevard Osman. Boah, die geht mir mit ihrem Boulevard Osman so auf die Nüsse, ne? Ja, lauf doch alle. Ich kann ja hier parken, dann lauf mal zum Eiffelturm. So, bleib jetzt stehen, alle. Jetzt ist Schluss hier. Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahr nirgendwo hin jetzt! Hö wie Hacke, I wie Igel, J wie Jägermeister! Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? So, 1 ist jetzt schlecht und 10 ist gut. Naja. Naja? Ungefähr. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Fabio, Samstag gibt eine fette Party und ich bin dabei. Ich bin's Patrick und ich bin auch dabei. Und ich bin auch dabei. Hast du einen Migrationshintergrund? Hm. Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Also, ach Mann, was hat denn mein Deutsch? Mit wem spreche ich denn? Nicole. Sind Sie nicht Frau Schüler? Nee. Oh. Oh Mensch, wer ist das? Carsten, bist du das? Nein. Hallo? Ja, nein, ich bin nicht der Carsten. Ich bin der Günther. Würden Sie mich auch nehmen? Hör mal. Nee. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Letole, da ist Günther ja auch am Telefon, oder ist das Verarschung? Nee, es ist schon richtig, aber ich habe mich verwählt. Ich suche Elisabeth. Sind Sie Elisabeth? Nee, bin ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute. Wir können uns ja mal zum Kaffee trinken treffen, aber ich habe mich verwählt. Ich suche eine andere. Wir schauen jetzt zum Abschluss Daily Dose an und dann ist für heute Schluss. Dann kriegt meine Schwester, dann kriegt meine Freundin. Woran hat's gelegen? Hallo, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, frage ich immer. Woran hat die Lehen? Na gut, ich sag mal so, woran hat die Lehen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat.
ist so. Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichte Nebel gehüllt. Und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, um die Karte erstmal so richtig schön freizuspielen. Ich bin Marco und habe diesen Kanal mit mir, Yves, gemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann.